ziemlich schade. Gut, ich war schon des Öfteren mal in München. Ja. Ich kann zumindest sagen, München ist wirklich wunderschön. Ja. Aber nicht als Autofahrer. Als Autofahrer ist das die Hölle. Da habe ich keine Erfahrung. Aber ich mag auf jeden Fall dieses, ja, fast schon italienische mit den Plätzen. Das fühlt man sich gleich ganz woanders. Nicht gerade in Deutschland. Okay. Das ist ganz toll. Gibt's hier nicht die Profi-Angel und dann kannst du dir nochmal ein Pokémon angeln? Ja, hier gibt's die Profi-Angel. Ich habe sogar nochmal nachgeguckt. Die Super-Angel kannst du dir logischerweise dir auch holen, aber die kriegst du erst in der Überlebenszone. Ob wir bis dahin überleben, wissen wir nicht. Also ich meine, streng genommen ist es sogar nach Cynthia. Mhm. Ja. Und hier die Profi-Angel zu holen oder holen zu können, das geht ja natürlich erst, sobald du quasi Lamina besiegt hast. Oh, das ist ja langweilig. Ja, weil ansonsten versperrt er natürlich diese beiden Haudegen dir den Zugang. Übrigens, falls es noch niemandem aufgefallen sein sollte, dieser Typ hier, der spricht natürlich halt eben hier mit, also eher gesagt, über Professor Lind. So, wenn man ein paar Pokémon in Pension lässt, findet man manchmal Eier oder sowas ähnliches. So. Ob es Professor Lind wohl gut geht? Wie von sich reden gemacht. Also mir ist es zumindest mal so spontan mal mit aufgefallen. Ich denke mal eher daran, dass es quasi so eine Anspielung, als dieses Spiel rauskam, dass es wohl demnächst auch ein Remake zu Gold und Silber mitgeben soll. Oh. Was in diesem Fall dann Hardcore und Soulsilver damit gewesen sein können, also waren. Und das Lustigste daran ist, in Diamant und Pearl hat er dir sogar hier ein Vonera-Ei dir gegeben. Ja, ich habe schon überlegt, der gibt dir doch eigentlich ein Ei, der kam mir so bekannt vor, aber ja. Aber in Platin macht er das halt eben nicht. Boah, langweiler. Ja, also wirklich. Ach ja, stimmt. Wir kriegen ja gleich noch ein Pokémon noch mitgeschenkt. Stimmt, von Lana. Ja. Lana Del Rey. Warte mal, das wird doch Evoli. Weiß ich doch. Safe? Also, Ich weiß es jetzt nicht mehr. Ich weiß noch, dass wir dann noch eins kriegen, aber ich weiß nicht mehr, was für eins. Das ist Evoli, daran kann ich mich super stark erinnern. Okay, wenn es Evoli ist, weißt du was? Ich habe sogar bei Evolutionssteine. Ey, und ich habe keine. Ja. Ich könnte mir ein fettes Aquana mir nehmen, ich könnte daraus ein Flammara machen. Was? Flammara? Das ist doch das beschissenste von allen drei. Na, ich muss mal sagen, Flammara sieht eigentlich richtig cool aus. Ja, aber bis auf die Tatsache, dass erst auf Level 71 oder 73 eine physische Feuerattacke erlernt, das ist ziemlich beschissen. Ey, die beiden anderen sind aber auch nicht gerade besser. Der Freund aus Johto, Paranoia. Aber auf der anderen Seite, wenn ich mir überlege, ich habe hier 4 Wassersteine. 4. Alter Verwalter. So, Evoli von Lana. Ich weiß, wie ich es nenne. Ich weiß bisher, wie ich es nenne, aber noch nicht, in was ich es weiterentwickle, weil erstmal will ich mir mal die Stats mir mal dazu anschauen. Stimmt, das kann man im Vorhinein auch noch entscheiden. Ich habe es Lanette genannt, wie die andere Boxfrau, die es im Pokémon gab. Okay. War, glaube ich, in der dritten Gen aktiv. Alter, so, mäßiges Wesen? Fick dich. Mäßiges Wesen nicht schlecht. Mal sehen, also Flamara fällt schon mal mit raus. Ich könnte es zu Aquana, ich könnte es zu Blitzer, ich habe auch einen Donnerstein. Ich könnte es auch zu Psyana weiterentwickeln. Oder zu Glaciona. Ja. Alle anderen sind physisch. Yep. Oder statusmäßig unterwegs. Ja. Ich habe einen Wasserstein, das gefällt mir. Ich bin jetzt noch am Überlegen. Ja, ich glaube, ich bin mal kurz mal hier in PokéWiki mal mit unterwegs. Ich bringe das Evoli mal auf die Box. Also, ist ein heißer Kandidat, dadurch, dass die Evoli-Form. Ja, ich kann sie nicht einschätzen. Kannst du mir mal sagen, was so ein normales Evoli-Pokémon so erlernt? Ein Augenblick, können wir gleich mal mit gucken, weil ich habe es ja gerade offen. Ist natürlich halt jetzt ein bisschen doof, hier in PokéWiki musst du erst einmal Attacken gehen, dann vierte Spielegeneration auswählen. Also das bedeutet erst einmal 10 Millionen Seiten erstmal runterscrollen. Aber auf deine Frage hin, Level 20 ist es ja. Level 22 landet das Ruckzuckhieb. 29 bis. Sag jetzt mal an Evoli. Ja, gut, also 22 Ruckzuckhieb.
29 Biss, 36 Staffette, 43 Bodycheck, 50 Zuflucht, 57 Trumpfkarte. Und dann war's das. Mach doch jetzt mal ein Beispiel Evoli. Damit ich weiß, wie ich das einschätzen kann. Sag ich mal, Flamara oder so. Aquana. So, Aquana. So, Sekunde. Ich suche erstmal mir noch schnell noch mir das Psyana mir noch mit raus. Weil eins dieser drei. Oder ich gucke mir noch hier Glaciola mir noch mit an. Vor allem, das Ding ist, Volipova kann sogar auch Schwertanz erlernen. Und dann hier mit dieser einfüßigen Pflanzenattacke. Laubklinge. Laubklinge, danke. Kannst damit gewaltig Schaden anrichten. Das ist dann schon krass. Ich wollte nicht das scheiß Interview starten. Ach, du machst gerade ein Interview? Ja, ich klicke mich hier noch ein bisschen durch, damit ich noch ein paar zufällige Items bekomme. Hier gab es auch eins. Aha. Okay, also mal sehen. Vierte Generation. Aquana. Gut, Level 15 Aquaknarre, bist du schon längst drüber. Level 36 Aurora Strahl. Ja, zuvor noch Biss. Na gut, jetzt nicht so Bombe. Level 50 Zuflucht. Säurepanzer, Dunkelnebel, Hydropumpe auf Level 71 und Lehmbrühe in Platin, Hardgold und Soulsilver auf Level 78. Echt? Gut. Ich glaube, das nehmen wir uns vor, dass wir das noch erreichen. Gut, ja. Blitzer. Gut, Level 15 Donnerschock. Dann quasi Ruxo-Kick, Doppelhick, also Doppelkick, nicht Doppelhicks. Es sei denn, der hat zu viel getrunken. Level 36 Schneiderrakete, 43 Donnerzahn. Also erst auf Level 71 lernt es mal Donner. Und danach auf Level 78 Ladungsstoß. Bis dato nur physische Attacken. Das ist so behindert. Gut, gehen wir mal zu Psyana. Sieht schon mal ein bisschen besser aus. 36 Psystrahl, 15 Konfusion. Sternschauer auf Level 29. Seher auf Level 43. Psychokinese auf Level 64. Da bin ich dabei. Und Glaciola. Hat Level 15 Eissturm, Level 36 Eissplitter, 43 Eiszahn. Warum bitteschön lernt Glaciola so viele physische Attacken? So, Level 57 Spiegelcape. Oh ja. 71 Blizzard und 78 Barriere. Also, Glaciola fällt raus, Blitzer fällt raus, Aquana fällt raus, ich mach draußen Psyana. Nicht schlecht. Das steht schon mal mit fest. Kommt auch irgendwie nicht so. Überraschend drüber. So, habe ich überhaupt noch das Sanftglöckchen? Stimmt, das muss ja jetzt auch erst nochmal aufpeppen, dass es sich besonders mag. Ja, es muss mich quasi lieben. Und vor allen Dingen, da du es erst jetzt bekommen hast, dauert das, keine Ahnung, 10 Millionen Level-Ups, bis es mal überhaupt dann so viel Zuneigung zu dir hat, dass es sich dann weiterentwickelt. Also, viel Spaß. Warte mal, gab es hier nicht sogar noch ein, also irgendwo im Spiel, irgendwo ein Pokémon-Friseur, der quasi auch so die Hübschheit eines Pokémon und dann somit auch die Freundschaft dann somit erhöht? Ja, das, da klingelt, glaube ich, was. Aber ich weiß aber es mal echt nicht, wo. Gut, ich würde aber mal sagen, bis dato lege ich... Das war ja ein Kampf. Ja. Fuck. Also bis dato lege ich im Übrigen erst einmal hier Evolution erst einmal ab, weil ich kann es jetzt erstmal in dem Moment nicht gebrauchen. So sieht man sich wieder, Schnäppke. Ich bin über dich hergefallen, weil du ziemlich enttäuschend bist und da bist du. Da freue ich mich natürlich, dass man sich so begegnet, Kollege. Alright. Keine schöne Stahlattacke, das Glöckner? Nein, leider nicht, aber... Schade mit Öl. Sonst bin ich eigentlich auch ganz gut dran. Machen wir erstmal einen Konfusstrahl. So, ich spreche schon mal indirekt schon mal Lamina mehr mit an. Damit die schon mal in ihrer Arena dann schon mal mit ist und in der Zwischenzeit kann ich ja dann noch ein bisschen mit trainieren. Ich denke mal heute... Oder ich denke mal einfach... Weil wir hier jetzt in dieser Ortschaft sind und weil ich schon seit Ewigkeiten und drei Tagen nicht mehr diese Wettbewerbe gemacht habe, die eigentlich mal total optional sind. Obwohl man natürlich auch mit sagen muss, hier in
Herzhofen kannst du natürlich auch noch hier in diesen, ich sag mal, in diesen Pokepark, der quasi links und rechts einen Zugang hat, aber auch nur mit bestimmten Pokémon kannst du dort rein. Dämlich. Ja. Ich glaube, das war der Vorbereiter für Hardcore und Soul Silver, dass die Pokémon einen hinterherlaufen. Genau. Das wollte ich quasi mit erwähnen. War der Beta-Test. Ich weiß gar nicht mehr, mit welchen Pokémon konnte man da überhaupt dort rein. Ich glaube, mit den Starter-Pokémon, das dürfte mehr als offensichtlich sein. Ich glaube auch mit Triffzeppli. Ja, mit Pikachu. Pikachu, safe. Und ich glaube auch mit Mauzi. Oder generell alle Pokémon, die quasi auch Mitnahme haben. Und mit Crowder. Was? Und mit Crowder. Echt jetzt? Nein. Ey, warte mal, stimmt. Warte mal, wenn es doch so war, Pokémon mit Mitnahme. Geh doch einfach hin und frag die mal. Ich glaube, das erzählen sie dir mal. Stimmt. Warte mal, Mitnahme. Warum hast du denn dein Dumbo ein Item gegeben? Es hat, warte mal, was für ein Item hat es überhaupt? Habe ich das ins gegeben oder hat sie... Achso, Eisentafel habe ich ja ihm mitgegeben. Spiel doch lieber mit Mitnahme ein bisschen. Ja, gute Idee. Oder zeig uns wenigstens, ob die Items zufällig sind oder nicht. Also das habe ich schon mal im Training mal mit rausgefunden. Die Items, die sind quasi so regulär, Achso, ja. Die du quasi mitbekommst, wie sonst auch. Geil, hier gibt es auch noch ein Item. Sternstaub, läuft, nehme ich mit. Schick. Hätte ich auch gerne. Ja, geh mal in den Park und schau mal, was für Pokémon gibt. Ach ja, Pachirisu, stimmt, das war auch noch mit dabei. Und Flamely und Anton. Dass er leider weggestorben ist. Ah! So, hallo. So, auf dem Platz der Treue. Ja, genau, Platz der Treue. So, gehen wir doch mal da rein. So, erlaubt sind die Pokémon Shellas, Shaker, Shatterra, Panflamme. Vor allen Dingen, ich möchte mal wirklich gerne wissen, warum habt ihr eigentlich erst ab der... Wenn ich mich nicht irre, erst ab der 6. Spielegeneration mal die Namen mal normal geschrieben, sonst sind die immer hier in Caps Lock. Ja. Das hört mich auch immer. Sekunde, es wird jetzt ein bisschen laut, ich warne das schon mal mit vor. Vampiro! Also mal sehen, folgende Pokémon sind erlaubt. Panflam, Panpyro, Panferno, Pinfa, Pinprin, ja. Empoleon! Haben sie, glaube ich, gemacht, damit man die Pokémon-Namen richtig rausliest. Aus Pikachu! Pipi, Anton, Pachirisu, Wunera, Haspiro und Triflon. Okay, vergiss es. So, jetzt habe ich mal mein Mikrofon und auch mein Monitor voll gespuckt. Danke dafür. War nice. Okay, gut, also lassen wir den Park der Freude. Der ist der Park der Unfreunde. Meine Frage. Wärst du damit einverstanden, wenn ich mal zeitweise mal Pummeluff, also Pummelfee, mal kurz mal vom Friedhof mal hole und mal einfach mal dort lang gehe? Ja, kannst du machen. Gut, ich würde nämlich mal nur zu gerne wissen wollen, die Items, die man dann dort mit vorfindet, was sind denn das für welche und sind die halt dann auch mit gerandomized? Das waren, glaube ich, nur hier so Dekoartikel, die man bekommt. Ich glaube, da konnte man die sicher farmen, wenn mich nicht alles täuscht. Stimmt, warte mal, Anton darf ja auch rein. Und Pikachu. Ha, guck mal, ich habe sogar genau 3 Pokémon. Ich nehme mal kurz mal Enter mal mit. Die süßen Pokémon sind gerade weggestorben. Die süßen Pokémon. Und ich blicke noch so im letzten Augenblick hier auf Lotorzel. um diesen Meme mal wieder hier zu erleben. Ja. Weiß nicht... Warte mal, doch. Ich glaube, ich habe mit meinem Kecleon sogar den besten Klugheitswettbewerb hier gewonnen. Und da habe ich das, was du hier gemacht hast, habe ich mir gefarmt, wenn mich nicht alles täuscht. Das war ziemlich cool. Hier gab's, da gibt es, glaube ich, noch ein Item. Alter, da gehe ich jetzt auch hin. Da gab es irgendwas. Ja, da ein Item. TM gab es da. Kommt man einfach so hin? Oder war das hier... Okay, gut, die Frage hat sich schon so wieder übrig. Ich dachte, man kommt ja nur mit Surfer hin. Alter. Oh... Abgesang. Oh, der Fluch geht weiter. Ja, und du kannst hier die Items nicht auswählen. Also, auswählen. Hier, jetzt hier in diesem Spielmodus kannst du quasi nicht hier deine Tasche öffnen, um mal zu gucken, wer denn das alles... Oh, yeah. Alter. Oh, guck mal nochmal, ein Item. Oh. Nice. Felsgrab bin ich doch voll dabei. Alter, hier musste man immer durch die Ruinen gehen, um sich irgendwie teleportieren zu lassen oder so. Irgendwas war da. Ja, das habe ich gerade auch mit festgestellt.
Ich habe die verbotene Attacke gefunden. Bets. Welche? Bets, die wurde im Trading Online-Kämpfen verboten. Guck, hier wird man teleportiert. Ja, aber ich merke gerade, hier im linken Teil kannst du nur im linken, also du kannst quasi nicht nach drüben, du musst quasi in den anderen Zugang und dann quasi dort nochmal lang. Ja, ich will mich jetzt mal hier teleportieren lassen. Ja, du kommst aber dann nur dort raus. Ja, aber hier kann man doch irgendwo anders hin, wenn wir nicht alles tauscht. Ja, das irgendwo anders ist ganz einfach gestrickt. Du musst quasi dann hier beim rechten Zugang hinein und dann diesen Spaß nochmal mit ausführen. Verarsche. Naja, da haben wir auf jeden Fall den Park der Freunde gefunden. Platz der Treue. Park der Freunde ist hier dann weiter unten und... Das stimmt, ja. Fangen dir deine Pokémon vor der vierten Gen? Ja. Oh Gott, ich habe so viele Flashbacks. Energiestaub nehme ich mit. Okay, nicht schlecht. Hey. Beim Park der Freude war es auch so, da gab es irgendwie einen Scootang unten noch. Irgendwas war da ziemlich cool und das habe ich immer sau gerne gemacht. Das hat sehr viel Spaß gemacht, das Pokémon fangen. Wie komme ich denn an dieses Item dort ran? Rotieren. Gab es da nicht Ruinen hier auf der Seite? Ja, da, geh mal in die Ruine rein. Diese, da war schon gerade drin, aber da wirst du nur weiter oben dann wieder rauskommen. Ja, das musst du ein paar Mal machen. Ich glaube, so läuft der Hase. War das so? Ja. In irgendeine beliebige Richtung? Habe ich doch gesagt, man muss sich da ein bisschen dumm anstellen. Ich habe übrigens noch eine Flöte gefunden. Ja, halt dann somit deine ganze Paralyse. Was? Wirklich? Was? Geil. Also wenn das so ist... Item, ich will dich. Wie kommt denn an dieses Item da dran? Ich weiß nicht, von welcher Seite es war. Ich glaube, von dieser Seite macht es am meisten Sinn, weil hier wenig Gebiet ist, was man erkunden kann. Verstehst du? Ja. Aber ich meine, die sind doch eigentlich doch so geschaltet, dass du nur bei einem Grasfels dann ja rauskommen musst. Hey, ich habe mich teleportiert. Hahaha. Was zur Hölle? Komme mit meinen Vonaira jeden Tag hierher. Wow. Oh. Guck mal, man kann doch die Richtung verändern, oder? Ist das der Schlüssel? Oh, ja, okay. Tatsächlich, man kann sogar hier ein, dass es noch die Richtung mit beeinflussen. Ist mir nie aufgefallen. Wir sind hier auf einer Spur, Paranoia. Ja, die Erpe sieht sehr glücklich aus. Dafür, dass es die ganze Zeit nur auf der Friedhofbox nur rumvegetiert, ja. Jo. Zombies are coming. Tatsächlich, man kann sogar hier allen jetzt noch die Richtung noch mit manipulieren. Sehr interessant. Ich hab's gefunden, hey. Oh, warte, wie bist du da hingekommen? Ich weiß es nicht. Schreiben. Einmal mit Profis arbeiten. Und da gibt ja noch irgendwas. Großblatt, ja, die scheiß Dekortige bekommst du hier. Ja, gut. Gut, hätten wir ja auch das Mysterium gelöst. Schön, das gefällt mir. Ist mir nie in den Sinn gekommen, dass man tatsächlich noch irgendwo hier einmal umlenken kann. Geh schon mal trainieren, falls du hier noch ein bisschen länger im Park... Ja, ich bin noch ein bisschen mit beschäftigt. Oh, ich kriege 5 Wamselbeeren. Ah, schick. Was auch immer diese machen. Ich glaube, das sind die Gegenstücke der Wassermelone. Einerseits, weil sie so heißen, andererseits, weil sie so aussehen. Nächste Frage. Pupita. Ich wollte schon sagen, hat sich bei mir gerade das Spiel gerade aufgehangen, weil es gerade extrem lange gebraucht hat, hier das nächste Bild zu bringen. Ja, so war es auch bei mir oder jetzt hier. Ein ordentliche Ressourcen verarbeitet. Benötigt. Tja, liebe Kinder, so war das damals. Es gab noch nicht so viel Speicher. Hey, oh, endlich! Endlich bin ich hier angekommen. Und noch eine Sanftglocke. Bin ich dabei. Echt? Hier gab es aber nicht so viel. Nee, hier kannst du ja gar keine versteckten Items irgendwo platzieren, weil du hast ja nicht die Möglichkeit, deinen Itemradar zu grabben. Das wäre ziemlich mies.
Aber auch irgendwie cool, da müssen sie dann ein super tolles Item verstecken. Ja. Ich hasse es auch irgendwie, dass es keine super versteckten Items gibt. Irgendwas Besonderes, was man irgendwie erstmal finden muss. Und dann gibt es so Mythen, hey, da ist ein Item. Und das findet man irgendwie nicht mit einem Itemradar oder irgendwie, oder was weiß ich. Ja, ja, sowas Ähnliches schwebt ihm auch vor. Sowas in die Richtung von Stalker, das wäre ziemlich genial. Liegt einfach mal so ein Artefakt rum. Ja. Mondlicht vielleicht. Aha. Du gehst dann gleich in die Arena, oder was? Ich weiß noch nicht, ob ich jetzt in die Arena gehe oder nicht. Ich würde erstmal meine Pokémon erstmal mit trainieren. Oh. Ja, stimmt, Level 26. Oh, der Arena-Kampf war auch sau stark. Ich würde aber lieber Level 25 gehen, weil du musst ja hier noch einige Vorkämpfe noch mitmachen, bevor du dann überhaupt hier bei Laminan mit rauskommst. Ja. Und wenn dann quasi die Pokémon ja dann vielleicht schon Level 27 damit sind, dann darfst du die nicht einsetzen. Und ich dann folglicherweise mein seelengebundenes Pokémon dann auch nicht. Was? Das haben wir doch so in den Regeln mit festgelegt. Schon vergessen? Hä, was geht denn hier? Oh, warte. Wie ist das denn gestorben? Durch einen Biss. Echt jetzt? Das muss ich mir nochmal anschauen. Ich dachte, du beziehst es, das Biss jetzt mehr auf meine Aussage. Naja. Heilige Scheiße, was passiert hier? Fuck. Das war jetzt mit Abstand die kürzeste Auswahl mit... Ich wollte gerade jetzt nochmal Rollo noch mit trainieren. Oh nein, und mein EP-Teiler ist weg. Meiner auch. Na gut, ich meine, ich hab noch einen, aber komm schon. Ach, fick dich. Oh nein. Oh, das darf doch kein Wallsteiner sein. Ja gut, das war's mit dem EP-Teiler. Danke dafür. Also, EP-Teiler Nummer 1. Belege, will ich den Token einsetzen, aber irgendwie, ne. Meine Frage. Haben wir schon eine Idee für ein sechstes Teammitglied? Evoli ist jetzt noch nichts. Ja, also Evoli kannst du auch erstmal ausschließen. Ja. Vielleicht Möwenpicky? Und? Snobbul? Das Vieh, was gerade dein Pikachu weggeknallt hat. Stimmt. Will ich das in mein Team nehmen? Ja. Komm mal rein. Noch okay. Ah, verdammte Scheiße. Ich dachte, ich könnte wenigstens mal ein bisschen hier normal spielen oder... Nee. Ja, Pikachu, Lugichu. Ich habe leider diese Maus zerstört. So, das Janmar, das musst du noch freilassen. Nee, das lasse ich als Erinnerung unten. Okay, wie du meinst. Mir wird nichts freigelassen. Wie du es dann eben gerne möchtest. Er hat schon Winga ins Team genommen, dann nehmen wir das auch mal ins Team. Weil du zumindest gesagt hast, ja komm, nimm es mit rein. Ja. Oh, shit, ich habe gesehen, das ist mäßig. Boah, es wird eklig. Ein mäßiges Snubbull, was nur physisch angreift. Ja. Ich gratuliere dir zu deinen Hosenschuss. Dankeschön. Bitteschön. Ich denke mal, wir machen mal hier eine kleine Pause für euch. Ob reagieren. Zum einen und zum anderen, dass wir halt eben hier ein bisschen mit trainieren. Ja. Bist du dabei? Ja. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Wiederschauen und reingehauen. Ciao.